Zuerst wird das Eckteil angebracht und danach die Rinnenelemente angeschraubt. Anschlüsse von Zubehörteilen und Stoßverbindungen werden einfach mit den dazugehörigen Verbindern hergestellt. Langlöcher ermöglichen die Gefälleeinrichtung der Rinne. Die Abdeckbleche werden einfach aufgeklipst und sorgen für eine ansprechende Optik. Der Stoß im Eckbereich wird mit einer selbstklebenden Abdeckung geschlossen. Zu guter Letzt wird der Ablauf für das Fallrohr mit einer Gummidichtung versehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Dichtlippen aufwärts gerichtet sind. Das Fallrohr wird einfach aufgesteckt. Alternativ kann zur Entwässerung ein Speier am Ablauf angeschraubt werden. So bietet Schlüter Systems mehr Spaß mit Fliesen durch komplette Balkonkonstruktionen aus einer Hand.